Zum Start ins neue Ausbildungsjahr gibt es in Niedersachsen immer noch viele offene Lehrstellen. Die Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen befürchtet eine geringere Bewerberzahl für unbesetzte Ausbildungsplätze als 2012. Im Handwerkskammerbezirk Hannover sind zurzeit noch rund 350 Ausbildungsplätze unbesetzt. Neben den Landkreisen Diepholz, Nienburg, Schaumburg und Hameln-Pyrmont sind die meisten offenen Lehrstellen in der Region Hannover zu finden. Für das Jahr 2014 gibt es nach Angaben der Kammer schon jetzt mehr als 200 freie Stellen.